Ja, heute mal wieder bei Raumplanung in 3 Minuten hier aus der Position. Ich entschuldige mich auch für die Unordnung hier auf meinem Schreibtisch, aber ich bin eben Raumplaner und nicht Raumausstatter. Deshalb habe ich manchmal Unordnung, aber bin trotzdem kein schlechter Raumplaner. Wer dazu mehr erfahren wollt, klickt am besten mal hier irgendwo um mich rum auf das i. Aber es soll halt nicht um Raumausstattung oder Raumplanung gehen, sondern um einen Aspekt der Verkehrsplanung, nämlich die sogenannte Verkehrskette. Und dazu schauen wir wieder hier in das Buch Verkehrsgeografie von Helmut Nuhn und Markus Hesse. Und ich lese jetzt hier einen Absatz aus dem Buch vor, aber dieser Absatz ist eine Zitierung aus der DIN 30781, die genau erklärt, wie Raumplanung definiert ist. Also was jetzt folgt, ist ein Gesetzestext. Eine Transportkette ist eine Folge von technisch und organisatorisch miteinander verknüpften Vorgängen, bei denen Personen und Güter von einer Quelle zu einem Ziel bewegt werden. Die Transportkette ist als System aufzufassen. Die technische Verknüpfung setzt Systemverträglichkeit der eingesetzten Sachmittel voraus. Die organisatorische Verknüpfung wird erreicht durch die Koordinierung der Informationssteuerungssysteme sowie der rechtlichen und kommerziellen Bereiche. Nach dieser Definition umfasst eine Transportkette also alle Transferprozesse verschiedener Objekte zwischen Quelle und Ziel des Transports. Das heißt, wenn verschiedene Güter und Personen gemeinsam von einem Ort zu einem anderen transportiert werden, spricht man in der Verkehrsplanung von einer Transportkette. Und das ist eben wichtig, um genau zu analysieren, wie auch das Verkehrsaufkommen oder gewisse Verkehrssysteme jeweils funktionieren, denn ein Verkehrssystem ist letztlich die Summe verschiedener Transportketten. Aber das ist vielleicht mal Thema für ein anderes Video. Und heute waren wir mal ganz schnell bei Raumplanung in 3 Minuten, haben mal ganz schnell einen Begriff erklärt, so sollte es eigentlich immer laufen und so war das Format eigentlich auch mal gedacht. Wenn ihr keine weiteren anderen, vielleicht genauso kurzen Videos verpassen wollt, abonniert an dieser Stelle einfach hier den Kanal oder auch hier, am besten hier. Und ich werde euch hier auch nochmal, habe ich neulich ja schon mal gemacht, meine Playlist zum Thema Verkehr verlinken, wo ich mit weiteren Themen des Verkehrs teilweise auch ausführlicheren Videos auseinandersetzen konnte. Ja, ich sage an dieser Stelle erstmal Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Naja, gib bitte vielleicht auch ein Abo. Muss aber nicht sein, wenn ihr machen, wie ihr wollt. Naja, bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!